Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divine Divinity. Und ganz ehrlich, ich war in der letzten Folge so blöd. Also, ich habe an der richtigen Stelle gesucht. Aber, wie konnte ich nur an so einer dummen... Wie konnte ich das nur übersehen? Naja. Also, wir gucken jetzt nochmal kurz in die Zwergenhallen, um zu erklären, was ich eigentlich gesucht habe. Das werdet ihr gleich sehen. Und zwar hat es was mit unseren Quests zu tun. Und ja, wir haben ja nur noch diese drei Quests, ne? Wir wollten sowieso, wir müssen sowieso nochmal die Zwergenhallen. Ehrlicher gesagt. Und viel ist es ja eh nicht mehr. So. Hallen der Zwerge, auf geht's. Wir wollen als allererstes. Ja, wir wollen als allererstes erstmal hier runter. Dap di dap di dap di da. Und diesen Teleporter benutzen. Wobei, ich glaube, ich bin hier falsch, oder? Ja, ich bin hier falsch. Fail. Okay, dann wollen wir diesen Teleporter doch nicht benutzen. Wir wollen. Welche war denn das dann? War das. Der hier? Nee, oder? Der hier war das auch nicht. Nö, scheint jetzt nicht so. Ah, lass mich hier raus. Danke. Okay. Dann den Teleporter nochmal. Ich suche gerade ein bestimmtes Haus und ich denke, dass das Haus dann jetzt das hier ist. Ja, das ist das richtige Haus. Hallo, Elmo Vignus. Ah, seid erneut in meinem Geschäft willkommen. Sucht ihr etwas Bestimmtes, vielleicht eine Auftragsarbeit? Könntet ihr wohl einen Blick auf dieses Bild werfen und mir sagen, ob ihr von der Halskette eine Kopie herstellen könnt? Es muss aber eine exakte Kopie sein. Ich mache erstmal, ich habe die Porsche Randall übergeben. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Hier nehmt diese Goldmünzen als Lohn. Oh, cool. Wisst ihr, ich bin manchmal so beschäftigt, dass ich vergesse, regelmäßig zu essen. Okay. Gut, aber das jetzt. Lasst mal sehen. Aha, Elfenarbeit. Nun, ich bin durchaus in der Lage, eine exakte Kopie herzustellen. Das kostet allerdings 7500 Goldmünzen. Hier ist das Geld. Bitte fangt mit eurer Arbeit an. Also gut, ich werde sofort mit der Arbeit beginnen. Kommt später wieder. Dann dürfte die Kette fertig sein. Gut, ich weiß natürlich nicht, wann später hier ist. Aber wir wollen sowieso noch was machen. Und das ist ebenfalls hier in den Zwergenhallen. Und ich denke, vielleicht ist es ja bis dahin fertig. Ja. So. Und ganz ehrlich, ich war so blind. Ich bin so ein kranker Blindfisch gewesen. Denn, wenn man jetzt genau hinguckt, hier ist der Eingang zu den Höhlen und hier ist noch eine verschlossene Tür. Oh mein Gott, ich hätte diese Tür, habe ich übersehen, die habe ich gesucht. So, wir gehen hier rein und finden, ja, ein Krug Bier und dieses Squall. Die ich jetzt einfach mal im Inventar ziehe. Und zufälligerweise einfach mal lese. Und oh mein Gott, guckt euch an. Da hat sich was getan. Jetzt habe ich die Schatzkarten nämlich alle vier. Und ja, jetzt gibt es halt stetig neue Quest. Wo ist der Schatz? Das werden wir jetzt allerdings noch nicht suchen. Aber den Schatz werde ich mir für den Schluss aufheben. Das wird, naja. Es könnte sogar sein, dass wir das noch heute schaffen. Aber es wird halt so sein, dass ich diesen Schatz erst am Ende von diesem Part. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall nicht jetzt sofort mir holen werde. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wo ich bin. Oh. Ich muss irgendwie nach links.
Ja, hier sieht's schon besser aus. Ich frage mich, warum ich gerade so komisch gelaufen bin. Gut, Elmar Vignus. Ich komme um das Amulett abzuholen, welches ich in Auftrag gab. Noch nicht, lieber Mensch. Ich brauche noch etwas Zeit, um die Arbeit fertigzustellen. Ja, okay. Dann halt nicht. Dann werden wir das halt mal anders versuchen. Was passiert denn, wenn ich. Entweder bin ich blind oder ich sehe meinen Teleporterstein nicht. Okay. Dann mache ich mich halt kurz mal auf die Suche nach meinem Teleporterstein. Wo kann der bloß sein? Es kann ja wohl nicht angehen, dass ich den schon wieder verloren habe. Das ist ja schon mal passiert in dem Let's Play. Habe ich den irgendwo liegen lassen? Ah, ich glaube im. Kann es sein, dass ich ihn in der Höhle liegen lassen habe? Das kann Sinn, oder? Oh Mann. Ich hab's geahnt. Ja, es ist in der Höhle liegen gelassen. Aber hat dann überhaupt nichts zu suchen. Ich hab doch das gefunden, was ich suchen wollte. So. Zurück in die Zwergenhallen. Eventuell ist die Brosche ja jetzt fertig. Wäre auf jeden Fall etwas Angenehmes, das zu hören, dass die Brosche fertig ist, denn dann habe ich die nächste Quest im Grunde schon abgeschlossen. Und die kleine Love Story in diesem Spiel auch damit. So, bist du jetzt fertig? Ich habe gute Kunden für euch. Der Halsschmuck ist vollendet. Ich hoffe, ihr seid mit der Qualität meiner Arbeit zufrieden. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wette, dieses Stück ist vom Original nicht zu unterscheiden. 1A. Ist das jetzt hier meine Rüstung? Elfenamulett, das exakte Duplikat eines antiken Elfenamuletts. Ja. Gut, dann geht's jetzt auch schon auf direkten Weg. Dieses Amulett abgeben. Dann mal noch ein bisschen Spielereien mit einem Elfen betreiben. Und dann geht's auch schon auf die nächste Quest, die ich erfolgreich meistern möchte. Wir nähern uns sehr, sehr rapide dem Ende. Schon bald haben wir es geschafft. Und ist das, hier sind sie jetzt endlich mal ruhig, okay? Haben jetzt also keinen Gesprächsstoff mehr, wie mir scheint. Gut. Hallo, Elian. Wunder und Hundert. Schön, wie schön, euch wiederzusehen. Es war mir eine große Freude, mit euch zu sprechen. Ihr seid augenscheinlich die eine Frau, die viel von der. Ja. Elian, ich habe den Halsschmuck der eurer Großmutter gefunden. Die Suche war voller Gefahren, aber das war mir gleich. Mein ganzes Streben galt nur einem Ziel, euch glücklich zu machen, indem ich ihn finde und euch bringe. Ihr habt ihn gefunden, er ist schöner, als ich gedacht hätte. Das Bild wird ihm nicht gerecht, das ist wunderbar. Die Tradition schreibt vor, dass wir ein Jahr zusammenleben. Danach gelten wir als verheiratet. Vielen Dank, meine Liebste. Ich fürchte, ich muss euch schon bald verlassen. Solange es keinen Frieden in Rivulan gibt, ist es meine oberste Pflicht, für das Bodenböses kämpfen. Schon als ich euch zum ersten Mal in euer schönes Gesicht blickte, wusste ich, dass ihr ein mutiges und edles Herz habt. Meine Gedanken werden immer an eurer Seite sein und mit euch gegen das Böse kämpfen. So, einmal Eli ein Kissen. Eure Lippen sind weich und süß und ich bin trunken vor Glück, wenn ich euch in meinen Armen halte. Bitte küsst mich noch einmal und nochmal küssen. Ich genieße jeden Augenblick mit euch. Und nochmal leidenschaftlich küssen. Und noch einmal küssen. Das war wunderbar. Oh mein Gott. Okay, Love Story ist abgeschlossen. Ich habe den Halsschmuck gefunden. Ich bin jetzt gespannt, was mir der Vater von ihm sagt. Der ist bestimmt stinkend sauer auf mich. Wo bist denn du? Da. Ihr habt ein Blutbad zwischen den Elfen und Zwergen findet. Dafür habt ihr meine Dankbarkeit, aber erwartet nicht mehr als das von mir. Ich habe die Halskette gefunden. Kann ich euch somit von nun an als meinen Schwiegervater betrachten? Hört mir gut zu, Menschenfrau. In ein paar Jahrzehnten seid ihr tot, während mein Sohn dann noch immer ein junger Mann sein wird. Dann wird er seinen Fehler erkennen und bereuen. Es ist höchste Zeit aufzubrechen, lebt wohl. Kehrt zurück an den gottverdammten Ort, von dem ihr gekommen seid. Er hasst mich immer noch. Na gut. Wie dem auch sei, sagt ihr jetzt irgendwas? Nein.
Gut, damit habe ich auch die nächste Quest. Und jetzt sind es nur noch zwei Quests. Und dafür, für die eine Quest muss ich jetzt den Drachenpanzer besorgen. Was zur Hölle? Okay. So, tut mir leid für diese Absturz. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Irgendwie war ein kritischer Fehler. Ich musste mir den Spielstand gerade nachstellen. Es war zum Glück ja noch nicht so viel. Ich habe gerade vorher gespeichert und ich hoffe, dass wenn ich mich jetzt teleportiere, ich nicht wieder so einen Bug bekomme. Ne, jetzt klappt's. Okay. Dann wollen wir jetzt zu Verdestes. Verdestes ist unser nächstes Ziel. Denn hier finden wir nun ein paar weitere Dinge, die uns noch fehlen. Und für die werde ich dann auch abspeichern des Öfteren mal und gucken, was sich so machen lässt. Und ja. Das allererste, was wir suchen, ist in diesem Haus hier. Diesem Haus hier. Man erinnert sich vielleicht daran, dass ich vor einer halben Ewigkeit, als ich in Verdistis war, gesagt habe, dass ich in dieses Haus noch nicht reingehen werde, weil ich das noch nicht möchte. Ja, töte die Ratte. So, hier ist eine verschlossene Tür. Und es gibt, soweit ich weiß, keinen Schlüssel. Nicht jedenfalls, und ich Die habe. Tür ist verschlossen. Und jetzt werde ich das einfach aufknacken. Und in diesem Haus, ja, wie soll ich sagen, es gibt hier ein Regal, das was enthält. Ein Schlüssel, okay. Wofür auch immer. Und hier fallen wir durch den Boden. Ja, da ist der Boden einfach unter uns eingebrochen. Da Das muss aber gewissermaßen so sein. Und jetzt möchte ich definitiv zwischenspeichern. Mal gucken. Wo ist es denn jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Hier irgendwo müssten sie sein. Wenn ich jetzt so mache. Zerbrochener Spaten. Ah, in der Truhe wahrscheinlich. Fass enthält einen Gegenstand. Gold. Fass enthält nichts, Fass enthält nichts, Fass enthält nichts, Fass enthält nichts. Ach komm, den Spaten nehme ich mit. So, Spaten. Voll der Spaten, ey. Wenn ich jetzt mal mit meinen Spatenwitzen aufhören würde, dann würde vielleicht auch mal es klappen, dass ich dieses Fass hier bewegen kann. Nee, es geht nicht. Jetzt. So. Hallo. Okay. Ach ja, was ist in dem Fass? Käse. Ja, Käse interessiert mich nicht die Bohne. Und dieses Fass interessiert mich auch nicht die Bohne. Was mich aber interessiert, ist, glaube ich, was in dieser Kiste hier ist. Ich glaube, dafür habe ich einen Schlüssel. Wie Ja. wunderbar. Hier sind 1000 Gold drinne. Und ich muss jetzt nochmal abspeichern. Und jetzt seht ihr, das ist ein ganz besonderes Item. Und es ist Gürtel des Drachen. Dieser Gürtel ist Teil des legendären Drachenrüstungssets. Ja. Was haben wir jetzt für einen Gürtel? 20 Magie, 80 Lebenskraft. Ja. Ich glaube, bei dem werde ich tatsächlich nochmal neu würfeln. Mal gucken, was wir jetzt für einen haben. 40 Magie, 80 Leben. Ja, der ist mir definitiv lieber. So. Und damit haben wir auch schon den legendären Drachengürtel. Und das. Wieso ist der jetzt weiß? Warum auch immer. Ja. Warum auch immer. Fakt ist auf jeden Fall, dass es ein Teil der legendären Drachenrüstung ist. Und dass es ganz gute Stats gerade für mich hat. Ja, und diese Stats behalten wir. Und damit haben wir den nächsten Teil unserer Drachenrüstung. Und jetzt fehlt uns, wenn wir
es nicht ganz vergessen haben und man noch halbwegs sich dran erinnert, fehlt uns jetzt nur noch. Diese Skorpione sind so brutal. Ein Teil der Drachenrüstung. Ne? Handschuhe, Schild, Gürtel. Und ja, okay, es fehlen uns noch zwei Teile, aber eins kriegen wir ja erst, wenn wir das andere haben. Genau. So, und mir wurde ja gesagt, von irgendeinem komischen Typen aus Verdestes wurde mal dieser eine Brust oder dieser Harnisch gekauft. Und ja, jetzt muss ich den ausfindig machen. Ich weiß natürlich schon, wer es ist. Von daher ist dieses Ausfindig machen kein Problem für mich. Ich werde einfach nur hinlaufen und mir den Brustpanzer holen. Ja, und zwar müsste das sein. Na? Na? Wäre ja toll, wenn ich inzwischen mal so langsam. Ah, okay. Endlich. Ich dachte schon, ich komme niemals hier an. So, und zwar ist das hier bei Sir Patrick. Ja, Sir Patrick hat diesen Brustpanzer in seinem Besitz. Und er weiß davon noch nicht mal was. Hallo Sir Patrick, hallo, bei mir ist zuletzt eingebrochen worden und dabei wurden mir einige wertvolle Dinge gestohlen. Wisst ihr vielleicht etwas darüber? Vielleicht habt ihr etwas gesehen oder ihr hörtet jemanden darüber sprechen. Ich, nein, nein, ich weiß nichts darüber. Wieso glaubt ihr das? Beruhigt euch, ich habe euch nicht beschuldigt. Ich frage nur jeden, ob er vielleicht etwas darüber weiß. Ja, wir haben deine Urkunde für Sir Dante gestohlen. Tut mir leid, aber ich sag's dir nicht. So. Seid abermals gegrüßt, meine Liebe, ihr seht besorgt aus. Doch es gibt nur wenige Sorgen, die sich nicht mit einem Beutel Gold beseitigen lassen ließen. Darf ich mir die Annahme erlauben, dass ihr Bares benötigt? Und wenn dem so ist, hätte ich einige großartige Angebote, die ihr nicht abschlagen könnt. Ihr scheint ein Zwerg trug mir zu, dass ihr ein machtvolles Stück eines Drachen. Ein Zwerg erzählte mir, dass ihr im Besitz eines alten Brustpanzers seid. Stimmt das? Ein Zwerg hat euch das erzählt, was? Lasst mich mal nachdenken. Ein Brustpanzer, sagt ihr? Ja, alt, vollständig wertlos, möglicherweise schon etwas verrostet. Wertlos? Das glaube ich nicht. Ihr wäret wohl kaum an einem wertlosen, alten, verrosteten Brustpanzer interessiert, oder? Welcher Zwerg erzählt euch das? Oh, niemand von Bedeutung. Lügt mich nicht an. Darin seid ihr nämlich nicht sehr gut. Das wird nur den Preis hochtreiben. Ja. Na gut, es war Kelb Dunatrim. Pfeift. Der alte Zwergenkönig, höchstpersönlich, seid ehrlich, über was für einen Brustpanzer sprechen wir? Seufzt, den Brustpanzer der Drachenrüstung. Ihr meint, der alte rostige Brustpanzer in meinem Kellergewölbe ist ein Stück Drachenpanzer? Unglaublich, das hätte ich niemals gedacht. Ich danke euch für diesen Hinweis, Fremde. Fast hätte ich ihn als Unrat entsorgt. Eigentlich wollte ich euch darum ersuchen, ihn mir zu überlassen. Ihr beliebt zu scherzen. Nun, da ich seinen Wert kenne, glaubt ihr wirklich, ich gebe ihn ohne weiteres her? Noch vor wenigen Augenblicken habt ihr noch davon als einem alten rostigen Brustpanzer gesprochen. Tja, vor diesen wenigen Augenblicken, wie ihr zu sagen beliebt, war es mir noch verborgen, dass es sich dabei tatsächlich um einen Drachenpanzer handelt. Welch ein Glück für mich, dass ihr so aufrichtig gewesen seid. Also gut, was würde mich der Drachenpanzer kosten? Ich hätte das alte rostige Ding fast für Unrat entsorgt. Für eine kleine Gunst will ich es euch nun überlassen. Eine Gunst? Es scheint, dass ich den Leuten in dieser Stadt bereits große Gunst erwiesen habe. Eine wirklich leichte Arbeit. Ein Mann aus Verdistes schuldet mir noch einen stattlichen Betrag. Ich möchte lediglich, dass ihr ihn aufsucht und ihn dazu bringt, seinen Verpflichtungen nachzukommen, bevor es zu spät ist. Und wo kann ich diesen Herrn finden? Wohlan, lasst mich euch sein Haus auf der Karte zeigen. Man nennt ihn Lucius. Malfoy. Ja. Ja, okay, gut, dann mache ich das.
Oder? Muss ich das. Habe ich hier, hätte ich auf Wiedersehen klicken müssen? Ah, jetzt, Lucius Schulden. Ich bin gerade am Überlegen. Wie hieß noch gleich der Göttliche aus dem zweiten Teil? Also der richtige Name, den Hermann Hell theoretisch haben sollte. Ich glaube Lucian. Also der Name ist recht ähnlich. Jedenfalls, was soll's. Lucius Malfoy hat noch Geldschulden. Das hätte ich. Naja, sowas erwartet man ja auch von dem Typen, ehrlich gesagt. Und Lucius Malfoy wohnt in Verdistes hier. Habe ich da jetzt mehrere Quests gehabt? Achso, ja, Drachenpanzer und wo ist der Schatz? Ja. Und ja, diese Schulden werden wir halt mal kurz eintreiben.